Guten Abend, meine Damen und Herren, in Deutschland und in Österreich. Herzlich willkommen im Dortmunder Stadion Rote Erde. Zu Gast bei der Borussia ist die Mannschaft von Inter Mailand, von der man sagt, sie sei die interessanteste Elf Europas. Die Dortmunder in dunkler Hose und hellem Trikot, rechts im Bild, die Italiener werden sie gleich sehen. Zu Beginn die Mannschaftsaufstellung. Die Italiener haben uns sehr viele Schwierigkeiten gemacht und sie ist vor 5 Minuten gegeben. Das war zweifellos kein Meisterstück. Im Tor spielt Sarti, dann in der Verteidigung Burgnik und Facchetti, in der Läuferreihe Tanjin, Guarneri, Picchi, im Sturm Jair und dann Massola. Mittelstürmer ist, eine oft gestellte Frage, Szymaniak, natürlich nur auf dem Papier Mittelstürmer, seine taktische Aufgabe werden wir später sehen. Dann halb links Suarez und links außen Corso. Borussia Dortmund spielt mit Tilkowski im Tor, mit Sturm und Redder in der Verteidigung, mit Kurat, Geisler und Pracht in der Läuferreihe, mit Wosap, Schmidt, Brungs, Kornitzka und Emmerich im Angriff. Schiedsrichter ist Herr Gere aus Ungarn. Es ist schönes Frühlingswetter hier. Die Platzverhältnisse sind gut, es hat gestern stark geregnet, aber der Platz ist heute in bester Verfassung. Zuschauer 42.000, darunter viele italienische Gastarbeiter und viele, viele Anhänger aus Mailand. Das zu Ihrer Information und wir stoppen mit. Es geht los. Rechts außen Jair, der Brasilianer, gegen Redder. Links außen Emmerich. Emmerich gegen Picchi. Picchi, der Mann mit der Nummer 6, ist Doppelstopper im italienischen System. Brungs. Aus dem Hinterhalt Pracht, Schuss über das Tor. Über die Taktik der Italiener ist natürlich einiges zu sagen. Sie spielen ein sogenanntes 3-2-2-3-System. Drei Spieler als Abwehrkette hinten, zweimal zwei Mann in der Verbindung und drei Stürmer vorne, drei Spieler, die absolute Spitze spielen. Dazu gehört Mazzola mit der Nummer 9, dazu gehört Jair. Und dazu kann mitgehören Suarez oder da links außen Corso. So sieht es also aus. Jair, der rechts außen aus Brasilien, der nach Italien gegangen ist, weil für ihn kein Platz war. Garrincha, der noch bessere rechts außen, ist in Brasilien geblieben. Pracht, Kurat, der sich Suarez annehmen soll. Und da ist die Abwehrkette der Mailänder. Facchetti, der Linksverteidiger. Er geht oft mit nach vorne. Und Freistoß für Borussia Dortmund. Corso hatte unfair gerempelt. Auch war er keine 9 Meter vom Ball. Der Schiedsrichter Gere aus Ungarn hat das gesehen und zeigt es ihm deutlich. 9 Meter vom Ball. Guarneri, der geklärt hat für einen Augenblick. Aki Schmidt. Wosap. Und Picchi, der Mannschaftskapitän. Hier ist Corso am Ball. Alles noch etwas nervös zu Anfang. Sie wissen, worum es geht. Die Italiener haben versprochen bekommen, eine Siegprämie von rund 8.000 Mark pro Spieler für einen Gewinn in Dortmund. Suarez. Szymaniak. Aki Schmidt. Picchi gegen Brungs. Und Facchetti. Suarez. Suarez spielt die Rolle des Verbinders, des Mannes, der überall ist. Mazzola. Picchi, der Stopper, Suarez. Und das ist Szymaniak. Jair da Costa. Heißt er mit vollem Namen, gegen Redder.
Kopfball und das 1:0 durch Mazzola. Besser gesagt das 0:1 durch dieses wunderschöne Kopfballtor von Mazzola. Gespielt sind rund 4 Minuten. Das war einer der überraschenden Angriffe, wie Inter sie immer aus der Tiefe des Raumes zu starten pflegt. Und Mazzola war da. Mazzola ist der Sohn des berühmten Nationalspielers, der 1949 bei Superga bei einem Flugzeugunglück abstürzte. Rosa. Wieder Wosap, Bracht, Emmerich, Wosap. Das war eine Möglichkeit noch und wundervoll gehalten vom Torhüter Sarti, dem italienischen Nationaltorhüter. Mittelstürmer Brunks hatte geschossen, wie Sie sicher sahen. Erster Eckball für Borussia Dortmund. Es war eine tolle Parade bei diesem Schuss von 5 Metern entfernt. Wosap. Kopfball von Schmidt ging vorbei, ohne dass ein Abwehrspieler berührt hat, also Abstoß. Torhüter Sarti. Picchi, der Ausputzer. Facchetti. Mazzola. Gestrecktes Bein von Korat. Corso, der Linksaußen. Mazzola. Wieder Mazzola. Und Abseitsstellung zeigt Schiedsrichter Gere aus Ungarn an. Er kommt aus Budapest. Redder, Emmerich, wieder Redder, der Verteidiger, von Jair verfolgt und Szymaniak, der gerettet hat in diesem Augenblick. Suarez. Ich glaube, es ist in Ihrem Interesse, wenn ich Ihnen jetzt die Italiener noch häufiger vorstelle. So schnell lernt man ja eine Mannschaft doch nicht kennen. Konitzka. Sarti. Gesperrt hatte Picchi, der Mannschaftskapitän, der den Ausputzer, den Doppelstopper spielt, hinter dem etatmäßigen Mittelläufer Guarneri. Das ist Tanjin. Dann Nummer 4, Corso, Mazzola, und Zentimeter flog Jaja an diesem Pass vorbei. Schmidt, Konitzka. Suarez. Sanjin, Suarez, Trainer Herrera hat diesen Suarez von Barcelona mitgebracht. Er spielt die Rolle, die Di Stefano bei Real Madrid spielt. Konitzka gegen Tanjin und da ist Szymaniak also ganz mit der Nummer 9 spielt, aber ganz in der Rolle des Zerstörers und des Aufbauers im Mittelfeld. Zusammen mit Suarez. Szymaniak. Kurat.
Aki Schmidt, Emmerich. Und es gibt Freistoß. Sie sehen es selbst, etwa 30 Meter. Die Diskussion geht darum, ob es ein direkter Freistoß ist. Es ist ein direkter. Oh, das war ein Fehler von Sarti. Aber Brunks kam nicht schnell genug um ihn herum. Piki. Szymaniak. Suarez. Szymaniak. Den man ja extra für diese Europacup-Spiele eingekauft hat, praktisch. Wieder Szymaniak. Jair, der Brasilianer. Einwurf oder Freistoß? Freistoß, sagt Schiedsrichter Gegner. Jair. Corso. Und Tilkowski. Aki Schmidt. Bracht. Sie können im Mittelfeld kombinieren, weil sie ja dort noch keine direkten Gegenspieler haben. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie haben in den ersten 12 Minuten die Taktik der Italiener schon recht gut durchschaut. Eine Mannschaft, die mit dieser Taktik auswärts immer ganz große Erfolge erzielt hat. Jair, rechts außen, Mazzola, Szymaniak, Corso und jetzt kommt Facchetti mit nach vorne. Der linke Verteidiger, das tut er oft. Corso. Das war gefährlich. Suarez. Wieder Suarez und Mazzola. Sehr gefährliche Situation. Tilkowski. Emmerich, wo ist ab? Ein verdeckter Schuss. Einwurf für Borussia Dortmund. Brunks gegen Guarneri erzwingt den zweiten Eckball für Borussia Dortmund beim Stande von 0:1. Mazzola. Und Mazzola sucht immer seinen Rechtsaußen Jair, diesen gefährlichen, schnellen Mann, der auch wieder die guten Flankenbälle in die Mitte hineinbringen kann. Jair. Schiedsrichter entscheidet Freistoß
gegen Redder, der hineingegrätscht ist in diesen schnellen Lauf von Jair. Mazzola. Corso. Tilkowski. Und der dritte Eckball nach einem schwachen Rückspiel von Picky, dem Doppelstopper. So wollen wir ihn einmal bezeichnen. Sie können ihn genau erkennen, er hat die Nummer 6, aber die Aufgabe des linken Läufers erfüllt er nie. Er ist der Doppelstopper. Und das sah wieder nach Eckball aus. Es schien mir, als habe Sarti mit dem Ball die Auslinie überschritten. Und es ist auch so, vierter Eckball für Borussia Dortmund. Auch das gehört zur Aufgabe des Schiedsrichters, die Eckfahne wieder an die rechte Stelle zu bringen. Das muss sein. Kurat. Und wieder Sarti, hervorragend gehalten nach diesem wunderschönen Heber von Brunks und der fünfte Eckball für Borussia Dortmund. Mosab, Kurat. Redder und alle Italiener fast im eigenen Strafraum mit Scimaniak und Suarez davor. Scimaniak. Das verstehen Sie, die Italiener, diese blitzschnellen Konterattacken. Eben noch mit 8, 9 Spieler verteidigen, dann die blitzschnellen Gegenstöße. Und das ist das Gefährliche an ihrem Spiel. Suarez und Mazzola jetzt. Facchetti. Mazzola, Mittelstürmer der italienischen Nationalmannschaft. Jair. Suarez. Facchetti, der Linksverteidiger. Am Boden liegt, Sie werden es sicher gleich sehen, der Rechtsaußen Jair, der sich anscheinend wehgetan hat, als er eben Press schlug. Jetzt kommt er ins Bild. Gespielt sind etwa 19 Minuten.
Das ist Tanin, der Sonderbewacher von Konitzka, der da am Ball ist. Torhüter Sachti. Tanin. Der rechte Verteidiger Burnik. Etwas, was Geri nicht schnell genug und nicht energisch genug unterbinden kann. Er hat es getan. Maniak, Corso und Suarez an Spielstation im Mittelfeld. Cimaniak, Facchetti, Vosap, Konitzka, Aki Schmidt. Sturm, der Rechtsverteidiger. Abseitsstellung. Zeigt der Linienrichter an. Das war ein Leichtsinnsfehler von Bracht, Massola, Corso, Jair. Bracht. Abseitsstellung von Brungs wird angezeigt. Und Bruns. Tor! Ich habe die 24. Spielminute. Die 23. sehe ich gerade auf der Anzeigetafel. 1:1 durch Brungs und meine Damen und Herren, die Sie die ersten 23 Minuten mitverfolgen konnten, Sie werden mit mir der Meinung sein, dass dieses Ausgleichstor hoch verdient ist. Suarez sofort mit zurück. Sturm, Kurat, Konitzka, er hat es schwer gegen Tanin, der ihm gar nicht von den Strümpfen weicht, von keinen Zentimeter von ihm weggeht. Das gibt Freistoß.
Sturm. Auch hier fehlten nur Zentimeter zu einem erfolgreichen Kopfball von Emmerich. Konieczka, Emmerich und Szymaniak. Szymaniak, das müssen wir sagen, spielt seine Rolle sehr klug. Er steht ja selten in der Mannschaft, hat aber ein gutes Anpassungsvermögen. Facchetti. Corso, Kurat. Schön gespielt von den Dortmundern, aber Suarez. Corso. Hat Tinkowski ganz geschickt den Winkel abgekürzt. Facchetti. Gruß ab. Rungs, der es besonders schwer hat, weil er zwei Gegenspieler gegen sich hat. Guarneri und Picky. Schmidt. Konieczka. Tanjin ist wieder bei ihm. Konieczka. Und sechster Eckball für Borussia Dortmund beim Stande von 1:1. Ist ein begeisterndes Spiel. Sturm und siebenter Eckball. Emmerich steigt hoch. Suarez. Das ist schon ein hervorragender Fußballer, dieser Suarez. Aki Schmidt, Konieczka, Tanjin ist wieder bei ihm. Emmerich, Racht, Konieczka. Giki, der Doppelstopper. Rungs, Tor! Ein Märchentor. Und schöner kann Fußball kaum mehr gespielt werden. Wie wir es in diesem Augenblick wieder einmal gesehen haben, in der 29. Minute also 2:1 für Borussia Dortmund. Und wieder war der Torschütze Rungs. Es war wirklich wunderschön. Jair. Tilkowski. Konieczka. Aki Schmidt. Bracht, er hat viel Spielraum. Emmerich gegen Bogni.
Und der Schiedsrichter will keinen Abschlag geben, sondern hat meines Erachtens ein Foulspiel gesehen von Emmerich gegen Burgnick. Das müsste fast an der Eckfahne einen Freistoß geben. So ist es. Konitzka am Ball. Gegen Tanjin. Sturm. Wieder Brunks. Emmerich. Und das war Glück. Viel, viel Glück für Sachti. Er stand goldrichtig, aber der Schuss kam genau auf ihn zu. Chimaniak, Suarez, Corso, und Mazzola, den Ball ein wenig zu weit abprallen lassen. Facchetti und wieder Facchetti. Freistoß für Inter Mailand. Facchetti ist der größte Spieler der Mailänder mit über 1,83. Brunks wieder gegen Piki. Kurat, Eckball. Der achte Eckball für Borussia Dortmund. Inter Mailand hat noch keinen erzielt. Spielstand 2:1 für Borussia Dortmund. Zu spielen noch etwa 13 Minuten in der ersten Hälfte. Aki Schmidt, Suarez. Meine Damen und Herren, ich sehe, dass die Italiener im Augenblick nur mehr 10 Mann auf dem Platz haben. Jair, ja, brasilianischer Rechtsaußen, ist vom Platz. Er hat sich ja eben verletzt, das haben Sie noch mitbekommen, aber wir dachten nicht, dass es so schlimm sei. Wir wissen auch im Augenblick noch nicht, was ihm geschehen ist und ob er wiederkommen kann. Corso am Ball, der links außen, Mazzola und Redder, der geklärt hat. Emmerich, Piki kommt. Piki, der Mann, der ja von rechts nach links freie Bahn hat, immer säubern kann. Umso bewundernswerter, dass Brunks beide Treffer gegen dieses Doppelstoppersystem erzielte. Gegen dieses Riegelsystem der Italiener, das ja noch durch die Stürmer mit verstärkt wird. Sturm. Brunks.
Noch einmal Sturm. Facchetti. Ausball. Wosap. Sturm. Hacke Schmidt, Pfosten. Nachschuss. Rund. Diesen wundervollen Schuss von Aki Schmidt, der am Pfosten landete, hätte Sachti niemals bekommen können. Das ist Pech für Borussia, die Mannschaft, die wirklich großartig gegen diesen hervorragenden Gegner spielt. Wie gesagt, Inter Mailand im Augenblick mit 10 Spielern. Ich hoffe, Ihnen nach der Pause sagen zu können, was mit Jair, dem brasilianischen Rechtsaußen, geschehen ist. Suarez ist jetzt am Ball, Kurat, sein Bewacher, ist bei ihm. Suarez. Massola. Facchetti, der Linksverteidiger, der oft mit nach vorne geht. In der ersten Hälfte noch etwa 9 Minuten zu spielen. Borussia Dortmund, Inter Mailand 2:1. Konitzka. Schmidt. Wosap. Sturm. Wieder Wosap. Dortmunder sind klar spielbestimmend. Der Schock für die Italiener war größer, als man annehmen konnte. Sie sind ziemlich aus dem Konzept gekommen. Brunks, zweifacher Torschütze. Der Ball ist noch im Spiel und hat sich dann doch noch über die Linie gedreht. So zeigt der Linienrichter an, der auf gleicher Höhe stand, also Torabstoß. Picky wieder der Mannschaftskapitän. Retter in letzter Not, kann man sagen. Er muss ja rechts wie links aushelfen, wo die Dortmunder gerade durchgebrochen sind.
Geißler, der zurückspielt. Tilkowski. Und wieder Suarez, der wirklich überall auftaucht. Spielen in der ersten Hälfte etwa 5 Minuten und ich sehe gerade, dass ja hier der brasilianische Rechtsaußen wieder zurückkommt. Er steht noch am Spielfeldrand, humpelt noch ein wenig. Wir wollen sehen, ob er noch eine vollwertige Kraft ist. Kurat. Emmerich. Und Emmerich hat sich aufgestützt bei diesem Kopfball. Und hier sehen Sie im Bild winkend, dass er wieder zurückkommen kann. Jair, der am rechten Fuß anscheinend verletzt und, so viel ich gehört habe, auch bandagiert ist. So, Tilkowski und, ja, Tor. 2:2. Das ist ein arger Dämpfer für Borussia Dortmund, weil es unseres Erachtens ein vermeidbares Tor war. Aber so machen die Italiener ja ihre Treffer. Aus der Tiefe des Raumes heraus, 4 Minuten vor Schluss. Tor durch Corso und Spielstand 2:2. Aki Schmidt am Ball. Konitzka. Cimaniak. Tanin. Und Suarez. Konitzka. Links außen Corso, auch er hat keinen festen Platz. Bei den Italienern stimmen ja praktisch nur die Nummern, wenn man die Spieler damit identifiziert. Für das Platzhalten haben sie gar keinen Sinn. Corso, der links außen. Suarez und wieder Corso. Cimaniak. Corso. Und Konitzka jetzt. Abseitsstellung von Cimaniak, vom Schiedsrichter zeitlich erkannt.
Das, meine Damen und Herren, war die erste Hälfte des Spiels Borussia Dortmund gegen Inter Mailand. Die erste Hälfte eines dramatischen Spiels, mit dem Sie ganz sicher zufrieden waren. Und das 2:2, so wollen wir abschließend für die erste Hälfte sagen, war zweifellos für Inter Mailand bei einem Eckballverhältnis von 8:0 für Borussia Dortmund etwas schmeichelhaft. Wir geben zurück ins Studio und melden uns nach der Tagesschau wieder. Wir erwarten in jedem Augenblick die Spieler beider Mannschaften zur zweiten Hälfte. Borussia Dortmund und Inter Mailand, Spielstand 2:2. Und meine Damen und Herren, die Sie die erste Hälfte gesehen haben, Sie sind sicher einer Meinung, dass Borussia Dortmund bei etwas mehr Glück durchaus in der Lage gewesen wäre, mit nun sagen wir 3:1 zu führen. Ich darf Ihnen die Torfolge noch einmal wiederholen. 4. Minute, Massola 0:1. 24. Brungs 1:1, 38. wieder Brungs 2:1, 41. Minute Corso 2:2. Der Vorteil von Inter Mailand vor diesem Spiel war der, Inter 22 Spieler durfte vergangene Woche pausieren und man wusste gar nicht, welchen Weltklasse-Spieler man nicht spielen lassen sollte. Es wurde ein großes Geheimnis darum gemacht, ob nun Szymaniak oder Milani, aber schließlich entschied sich Herrera doch für Szymaniak. Das war wirklich ein Geheimnis. Ich sagte Ihnen zu Anfang, ich deutete es Ihnen an. Wir erfuhren die Mannschaftsaufstellung erst 5 Minuten vor Spielbeginn. Das ist im Allgemeinen bei uns nicht üblich. Die Dortmunder haben in 8 Tagen 3 Spiele gemacht. Sie haben nur 12 gesunde Leute und es war völlig klar, in welcher Aufstellung sie spielen mussten. Es ist der Fall, dass der Präsident von Inter Mailand, Angelo Moratti, zum ersten Mal ein Spiel seiner Mannschaft im Ausland sieht. Inter Mailand, 8-facher italienischer Meister, ist ein riesiges Fußballunternehmen. Es wird von dem Ölkönig Angelo Moratti geführt. Dieser Moratti ist vielfacher Millionär und Sie können sich vorstellen, dass auch die Gagen der Spieler dementsprechend aussehen. Der Weg beider Mannschaften in dieses Spiel hinein, der Weg von Borussia Dortmund ist Ihnen bekannt. Er führte über Lyon-Oslo, Benfica Lissabon, Dukla Prag, der von Inter Mailand über den englischen Meister FC Everton, über Monaco und über Partizan Belgrad. Für die gute Abwehr der Italiener in diesen Spielen sprach, dass sie nur 2 Gegentore kassieren mussten bei 9 eigenen Treffern. Die Dortmunder, das haben Sie schon in der ersten Hälfte gesehen, spielen ohne Zyliaks und Burgsmüller, die beide verletzt sind. Man hat von selbst auf Paul und Rühlewitz verzichtet. Das Interesse zu diesem Spiel ist riesengroß. Ein Beispiel dafür: fast 200 Journalisten und Reporter aus vielen Ländern Europas sind hier. Und um einigen Kritikern etwas zu sagen, man hat 2-3 Mal geschrieben, warum wir im Stadion oft die Feststimmung der Zuschauer nicht zeigen, so zwischendurch einmal. Meine Damen und Herren, das ist ein Flutlichtspiel, die Zuschauerränge liegen im Dunkeln und wir müssen uns auf das beschränken, was auf dem Spielfeld zu sehen ist. Und ich glaube, wenn das so gut ist wie in der ersten Hälfte, dann hat keiner von uns auch ein Bedürfnis, hinauszublicken auf die Ränge. Und nun kommen die Mannschaften wieder aufs Spielfeld. Borussia Dortmund, dunkle Hose, helles Trikot, schwarz-gelb. Und die Italiener in der schwarzen Hose und dem blau-schwarz gestreiften Jersey.
Auf den Mittelpunkt legt Schiedsrichter Gere aus Ungarn den Ball. Er hat mit diesem Spiel bisher keine Schwierigkeiten gehabt. Jair, der Rechtsaußen, der Mailänder, ist wieder dabei. Allerdings humpelte er noch ein wenig, als er aufs Spielfeld kam. Von diesem Humpeln von Jair ist im Augenblick gar nichts mehr zu sehen. Er scheint im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Von Redder gestoppt. Konitzka, Bracht, Schmidt, Brungs. Wieder Konitzka gegen Suarez diesmal. Tanjin. Und Suarez, der für mich der weitaus beste spanische Spieler ist. Freistoß für ihn. Chimaniak, Corso, wieder Corso, Facchetti der Verteidiger, Pfostenschuss. Nun sind die Pfostenschüsse also ausgeglichen. Einmal hat Schmidt den Pfosten getroffen in der ersten Hälfte und jetzt der Italiener Facchetti, der Linksverteidiger. Erster Eckball für Inter Mailand, 8 Ecken bisher für Borussia Dortmund. Gut gehalten. Tilkowski, es war der Schuss des Verteidigers, des rechten Verteidigers Bogenick. Schmidt. Konitzka. Kurat. Bracht. Emmerich. Torhüter Sarti. Was Sie im Augenblick nicht sehen können, Schiedsrichter Gere aus Ungarn hat den halblinken Konitzka verwarnt, hat sich seine Rückennummer aufgeschrieben. Er ist noch dabei. Und zwar, weil Konitzka gemeckert hat, weil die Italiener den Abstoß so lange verzögern. Am Ball. Bracht. Mittelläufer Guarneri und Suarez. Mazzola.
Da hat der rechte Verteidiger Burgnik den Fuß draufgesetzt und deshalb gibt es Freistoß für Borussia Dortmund. Freistoß. Guarneri und Suarez wieder. Wieder Suarez. Konitzka kommt, Schmidt. Sturm, der Rechtsverteidiger. Vorbei. Der Ball muss 10 Meter nach vorne. Schiedsrichter Gere aus Budapest hatte einen Foul gesehen. Ich nicht, aber der Schiedsrichter hat entschieden. Freistoß. Brunks hat ein besonders schweres Spiel. Ich sagte schon, wenn er an Guarneri vorbei ist, wartet Piki, der Mittelläufer, auf ihn. Und wieder Freistoß gegen Borussia Dortmund, weil Konitzka anscheinend wieder einmal dem Schiedsrichter etwas Unerfreuliches gesagt hat. Diesmal aber keine Verwarnung. Emmerich immer noch am Ball. Facchetti. Mazzola. Suarez. Aber Geisler ist diesmal schnell. Der Schiedsrichter durfte die Aktion von Piki eben auch als Sperren ohne Ball gewertet haben. Aber diesmal blieb sein Pfiff aus durch das Sachti. Suarez.
Und schon wieder Suarez. Ein Mann, der am Ball wirklich alles kann. Das war aber faul von Facchetti vorher. Ja, ist gepfiffen, ist gepfiffen. Reklamation, weil Facchetti das Bein zu hoch gehoben hatte. Mazzola gegen Geisler. In der zweiten Hälfte etwa 11 Minuten gespielt. Spielstand Borussia Dortmund gegen Inter Mailand 2:2. Und wieder Suarez. Und scheint es mir, dass Konitzka bei Schiedsrichter Gerry das schwarze Schaf ist, denn was er auch macht, der Pfiff ertönt. Szymaniak. Emmerich. Abseits von Jair, Abseitsstellung. Brunks. Corneri ist nicht sonderlich wählerisch in seinen Mitteln gegen Brunks. Kurat. Emmerich und Szymaniak. Der rechte Verteidiger, der jetzt weiter mit nach vorn gehen kann, weil er nicht immer in Corso einen direkten Gegenspieler hat. Corso ist ja oft, wie jetzt in diesem Augenblick, in der zweiten Abwehrlinie zu finden. Und diesmal gibt es auch mal einen Freistoß für Borussia Dortmund. Und im Strafraum stehen etwa 16 Spieler, ja, und Toter Sacht. Konitzka gegen Tanjin. Lässt einfach Sachti den Ball. Und da wieder Suarez.
gegen Kurat. Szymaniak. Mazzola. Und Schmidt im Gegenzug. Corso, immer jetzt aus der zweiten Linie kommend. Konitzka gegen Tanjin wieder. Rosab, der Rechtsaußen der Dortmunder. Brungs gegen Zachti. Und Tanjin hat wieder kurz vor Konitzka geklärt. Die Italiener verstehen im entscheidenden Augenblick, den Ball ausgezeichnet zu halten, zu führen. Und sie müssen ja auch alles aus der Tiefe des Raumes machen, denn meist sind ja 6 oder 7 Deckungsspieler hinten. Sie können sich ja immer wieder selbst davon überzeugen, meine Damen und Herren, sie sind ja dabei. Von einer Verletzung ist nichts mehr zu sehen bei ihm. Szymaniak, der immer mehr Mittelfeldpunkt wird bei Inter Mailand. Ja, hier. Corso. Und an der Stelle, wo der Schiedsrichter steht, gibt es jetzt Freistoß für Inter Mailand. Gespielt in der ersten Hälfte etwa 19 Minuten, Spielstand 2:2. Facchetti, der Linksverteidiger. Emmerich. Brungs, Tanjin wieder einen Schritt vor Konitzka. Mazzola. Schön gemacht von Geißler.
Burnik hat hier den Linksaußen Emmerich gefoult. Und Freistoß fast an der Mittellinie für Borussia Dortmund. Konitzka wieder mit seinem ewigen Schatten Tanjin, der solche Sonderaufgaben ja immer in seiner Mannschaft zu lösen hat und sie mit Energie und Zähigkeit ausfüllt. Sturm, Rechtsverteidiger. Konitzka und Tanjin ist wieder bei ihm. Linksläufer Bracht. Emmerich und wieder Bracht. Corso, Suarez kommt, Tilkowski. Schiedsrichter hat entschieden, dass Brumm Guarneri unterlaufen hat. So konnte man es auch auslegen. Corso, Mazzola. Schöner Angriffszug von Inter Mailand. Ja, hier kam einen Schritt zu spät. Das hätte Dortmund wahrscheinlich das dritte Tor kassieren müssen. Facchetti, der lange Verteidiger, der die Aufgabe hat, in die Lücke auf dem linken Flügel hineinzustoßen, weil ja Corso meist doch nicht zu finden ist. Mazzola hat übrigens noch am vergangenen Sonntag in der italienischen Ländermannschaft gegen die Tschechoslowakei gespielt. Genau wie Guarneri und Facchetti. Spieler von Inter Mailand um Vosap herum, das haben Sie gesehen, da ist kein Durchkommen. Mazzola.
misslingt im Augenblick so ziemlich alles. Seine Pässe kommen nicht an. Und das jedes Hineingrätschen scheint Schiedsrichter Geri aus Budapest nicht zu gefallen. Schmidt, Konitzka. Bruns, Möglichkeit. Und Tor. Und was sagt der Schiedsrichter? Abseits, sagt er dazu. Abseits, sagt der Schiedsrichter. Und in der Tat hat der Linienrichter die Fahne gehoben. Nach diesem Fehlschlag von Guarneri. Riesendiskussionen. Aber der Schiedsrichter hat abseits gesagt. Nichts ist mit dem dritten Tor von Bruns, das er in so herrlicher Art erzielt hat. Und nun wird es für Schiedsrichter Geri aus Budapest meines Erachtens schwer werden. Sehr schwer. Zu spielen in der ersten Hälfte noch 19 Minuten. Er hat abseits gesehen und hat es gepfiffen. Nun Gespräch mit dem Linienrichter, was ist geschehen? Anscheinend hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Der Linienrichter hat ihm angedeutet, also wieder Freistoß für Inter Mailand. Wir hoffen, dass die Spieler jetzt ihre Nerven behalten und das Spiel so fair weitergeht, wie wir es auch über lange Strecken gesehen haben. Hier ist Sturm am Ball. Und herrlich Kopfball und Parade gleichermaßen schön. Aki Schmidt und Torhüter Sachti. Rosap. Und nun, der Pfiff bleibt aus. Meine Damen und Herren, wie Sie diese Szenen sehen, Sie machen sich sicher auch Ihr eigenes Bild von diesem Spiel. Und das ist doch wohl Foul von Suarez gegen Kurat. Das halte ich, wenn der Torhüter klammert mit beiden Beinen und der Schiedsrichter im Mittelfeld steht, so halte ich das zumindest für keine reife Leistung. Denn bei solchen Situationen ist man besser näher am Ball. Verletzt scheint Bosab, der Rechtsaußen, der am Boden kniet. Der Schiedsrichter entscheidet jetzt auf Eckball. Bosab, Konitzka. Und Bruns, der wieder geschossen hat. Guarneri. Und Einwurf für Borussia.
Suarez. Mazzola, der als einziger nach vorne steht, zusammen mit Jair. Schmidt. Corso, der links außen, schauen Sie, wo er aushilft. Emmerich. Ist doch eine Menge Nervosität jetzt in der Abwehr der Italiener. Konitzka war genauso nah am Ball wie der Torhüter. Wir hoffen, dass Sachti nichts geschehen ist. Jedenfalls kann man von einer Absicht Konitzkas nicht sprechen. Es ist natürlich im Augenblick eine etwas hektische Atmosphäre hier im Stadion nach diesem nicht gegebenen dritten Tor, nach einigen Rempeleien und Unsauberkeiten und eine Viertelstunde noch zu spielen. Und wir hoffen, dass es alles gut weitergeht. Konitzka gegen Guarneri. Einwurf für Borussia. Bracht. Ja, solche Schüsse aus dem Hinterhalt sind sehr gefährlich. Eine einzige Unsicherheit. Und bei Flutlicht ist das möglich und es scheint mir, dass Inter Mailand im Augenblick wirklich etwas nervös geworden ist. Sie sehen es auch am Abstoß von Torhüter Sachti, der planlos ins Aus geht und an der ganzen Verhaltensweise der Mannschaft. Freistoß für Borussia. Bruns ist gelegt worden. Tanin und Konitzka. Jair, Mazzola, die beiden einzigen, die eben nicht im eigenen Strafraum zu finden waren. Jair, fünf Dortmunder gegen zwei Leute von zwei Stürmer von Inter Mailand. Und wer kommt mit? Suarez natürlich. Der Mann, der ein unwahrscheinliches Laufpensum hat. Piqui, der Mannschaftskapitän und Ausputzer, durch das Sachti. Und Sachti. Das war ein wundervoller Schuss von Konitzka, 20 Meter Entfernung. Mazzola, 10 Minuten vor Schluss gegen Kurat. Rosap
Facchetti und Eckball. Das ist der 10. Eckball für Borussia Dortmund gegenüber einem Eckstoß von Inter Mailand beim Stande von 2:2, 9 Minuten vor Schluss. Festgehalten hat Brungs, das stimmt. Freistoß für Inter. Guarneri, der Mittelläufer. Mazzola und Corso. Suarez. Brungs, los ab und Abseitsstellung. Abseitsstellung von Rosa, diesmal recht deutlich. Konitzkas Möglichkeit, aber wieder drei Abwehrspieler hinter ihm. Es ist ihm sehr schwer, gegen diese Abwehrkette zu spielen. Jetzt kommt Facchetti, der Linksaußen. Der linke Verteidiger auf Linksaußen. Wie so oft in diesem Spiel. Das ist Freistoß für Borussia Dortmund. Denn Brungs wurde von Guarneri beim Hochspringen gerempelt. Zentimeter vorbei, dieser Schuss von Aki Schmidt. Thank you.
Trainer Herrera diesmal höchstpersönlich dabei. Hier vorne war er im Bild. Er hat sich um seinen Abwehrspieler gekümmert, der verletzt am Boden lag. Herrera, der ungefähr ein Jahresgehalt zwischen 300.000 und 500.000 Mark bezieht, ein mittelmäßiger Fußballer war, aber ein hervorragender, ein ausgezeichneter Trainer. Schmidt, Konitzka und zum zweiten Mal Handspiel, das der Schiedsrichter nicht gesehen hat, diesmal von Suarez. Und es scheint uns so, als sei Inter Mailand in diesen letzten Minuten mit dem 2:2 hoch zufrieden. Die Mannschaft hat weiter eifrig verteidigt und es gibt Freistoß, das ist klar. Hier sehen wir Trainer Herrera bei seinem Rechtsaußen Jair. Normalerweise noch 2 Minuten zu spielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Schiedsrichter Gerry aus Budapest eine Minute nachspielen lässt, wegen der zahlreichen Unterbrechungen in der zweiten Hälfte. Normale Spielzeit, das hat Ihnen gerade unsere Uhr angezeigt, ist zu Ende. Spielstand Borussia Dortmund Inter Mailand 2:2. Und da ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters Gerry aus Budapest. Und Inter Mailand scheint dieses Unentschieden zweifellos wie einen Sieg aufzufassen, denn die Mannschaft ist sehr glücklich hier bei Borussia Dortmund ein Unentschieden erreicht zu haben. 2:2 also, und man kann nicht sagen,
dass die Dortmunder sehr glücklich gekämpft haben. Die Italiener haben, wie wir erwartet haben, ihren Strafraum abgeriegelt. Sie haben aus der Tiefe des Raumes ihre Angriffe aufzubauen versucht. Borussia Dortmund, die Mannschaft, die innerhalb von 8 Tagen 3 Spiele machen musste, hat wirklich gegeben, was zu geben war. Sie hat den deutschen Fußball, das darf man ohne weiteres sagen, meine Damen und Herren, wie Sie dieses Spiel gesehen haben, würdig und ausgezeichnet vertreten. Endstand des Spiels, Borussia Dortmund, Inter Mailand 2:2. Und am 29. April, an einem Mittwoch also auch, wird das Rückspiel in Mailand sein, in 14 Tagen. Und wir sind gespannt, was wir Ihnen dann aus Mailand berichten dürfen. Meine Damen und Herren, das war unsere Übertragung vom Spiel Borussia Dortmund-Inter Mailand. Die Torschützen Mazzola 0:1, Brungs 1:1.